Ja, Lee, hallo und wieder willkommen zurück hier bei Mass Effect 3 mit mir, dem Punkt. Ja, letzte Mal haben wir Joker auf die Tanzfläche geschleppt. Und hier, oh, Cortez. Für seinen verlorenen Ehemann etwas aufgehängt. Wollte ich nur gucken, was uns jetzt erwartet. Hier in der Trauerstation, dem Wartebereich. Sind Sie okay? Ich Schrägstrich. habe hier gestanden und dieses Ding gehalten. Flüchtlingslager. Ich weiß nicht, wie lang. Er bleibt immer ein Teil von mir. Niemand kann Ihnen Ihre Vergangenheit nehmen. Ich liebe dich, aber ich kenne dich. Du musst loslassen. Versprich's mir, Steve. Leb wohl, Robert. Oh, meine hätte ich die Situation verpasst. Gibst mir Kraft. Danke. Beinahe hätte ich die Situation verpasst. Beinahe. Ich brauche noch ein paar Augenblicke allein. Ich brauche noch ein Okay, paar okay, Augenblicke okay. allein. Kein Problem. Habe ich kein Problem mit. So. Okay. Ich dachte, das wäre eine falsche Sitzanimation, aber ich glaube, das sollte so sein. So wie der Typ da so halb hingefliezt auf der Kiste und im Stuhl sitzt, liegt. Ja, gibt's was? Du hast sicher recht. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen. Ein Glück, dass manche Menschen sich mit ihrer Naivität zufrieden geben. Die spielen Poker immer noch. Ja, immer noch. Oh Mann, der Typ da vorne, was wollte der nochmal? Ah! Was ist das denn hier? Nichts. Okay, wir konnten irgendeine Medigel-Station untersuchen, aber es hat uns nichts gebracht. Okay. Ach, den können wir auch untersuchen. Hier ist der Eclipse-Boss. Hey, Boss, auf uns wird geschossen. Moment, konnte ich hier gerade irgendwas durch die Wand anschauen? Nee, ach, das war die Shepard VI. Bei mir ist ein Flugsimulator für die SSV Normandy vorinstalliert. Was bringt uns das, diese Medigel-Spender zu scannen oder zu untersuchen? Lass mich durch. Tektus, mit dem kann ich gleich reden. Mit dem Typen kann ich auch reden. Gibt es hier noch irgendwas? Kelly ist leider nicht mehr da. Ende der Sabotage. Die Medigel-Spender müssten jetzt wieder funktionieren. Danke. Ich lasse die Patienten umgehend zur Versorgung bringen. Nein. Auch nein. Nein. Gute Arbeit, Shepard. Und es tut mir leid, dass... Hey, das ist er. Das ist mein Cerberus-Kontakt. Hey! Hey, Sie! Sie sind verhaftet. Oh, das klang genickbrechend. Shepard, hab ich geholfen? Ja, Conrad. Das haben Sie. Ich spüre überhaupt nichts. Also, in Wahrheit habe ich seine Waffe sabotiert. Sie ist gar nicht losgegangen, nur das Thermomagazin war überhitzt. Hi, Commander. Ich bin's, Jenna. Sie haben mir mal geholfen, als ich undercover in Koras Nest gearbeitet habe. Ja, ich erinnere mich. Und jetzt arbeiten Sie hier mit? Genau. Als ich undercover das war, Gesicht hat sieht aber auch ein bisschen, ich weiß nicht, roter Sand hat er am Gesicht oder was soll die roten Felder sein? Haben mein Leben gerettet. Es ist unfassbar, dass Sie Ihr Leben für Commander Shepard opfern wollten. Sie sind sehr mutig. Naja, wir haben ihn ja schon mal in den Fuß geschossen. Oh, ich bin Commander schon lange. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Dann erzähle ich Ihnen davon. Ah, da haben sich zwei gefunden, aber ich dachte, er hat eine Frau und Kinder. Hat er uns nicht irgendwann mal erzählt, dass er noch, oder war das einfach eine Lüge? Okay.
Das ist so eine coole Einlage. Ich erkenne Sie. Sie sind Commander Shepard. Und Sie müssen Taktis sein, der als Anführer der Flüchtlinge gilt. Ja, jemand muss ja für etwas Ordnung sorgen. C-Sicherheit hat den Zugang zur Citadel eingeschränkt. Und viele Verzweifelte können nirgendwo mehr hin. Ach, da steht sie ja wieder neben uns. Vorräte brauchen sie auch. Dr. Chakwas erwähnte einen für alle sinnvollen Handel. Ich war bewusst deutlich. Die Allianz ist meistens ziemlich egoistisch. Vertrauen ist in diesen Zeiten selten geworden. Ja, das stimmt. Er geht einfach durch sie durch. Wir brauchen unsere Militärvorräte. Aber die sind viel wertvoller als ihre medizinischen. Ihr Angebot war nicht ausreichend. Ihre Leute brauchen unsere Vorräte und meine Leute brauchen ihre für den Kampf, um wenigstens einen kleinen Vorteil zu haben. Unsere Mission rettet vielleicht alle. Sie sollten nicht kleinlich oder misstrauisch sein. Im Alltagsstress vergisst man leicht, dass wir das alles gemeinsam durchmachen. Meine Leute kontaktieren Sie. Sie bekommen die Vorräte so schnell wie möglich. Okay. Das ging jetzt aber schnell und sie steht hier einfach so als geistlose Puppe rum. Konrad hat sie wohl schon sitzen lassen. So ein mieser Typ aber auch, ey. Boah. Ja, Konrad Wörner. Ja, den kennen wir ja noch zu gut einfach nur. Sturmgewehr-Dinger da auch. Ja, das brauchen wir eigentlich alles nicht. Hey, James, was machst du denn hier? Tätowierst du dir? Commander, was führt Sie hier runter? Das wollte ich Sie gerade fragen. Naja, nach unserer Unterhaltung. Ich habe beschlossen, dem N7-Programm beizutreten. Und das feiern Sie mit einer Tätowierung? Ja, so ungefähr. Wissen Sie, es gibt im Moment ja keinen offiziellen Kanal. Also mache ich es auf diesem Weg offiziell. Eigentlich bin ich ja nur ein N7-Rekrut. Aber mit Ihnen als Ausbilder kann ich gar nicht scheitern, richtig? Was? Sehr schmeichelhaft. Aber ich bilde Sie doch gar nicht aus. Nicht offiziell. Aber was zählt das schon in diesem Scheißkrieg? Ich meine ja nur... Sie sind mein direkter Vorgesetzter und Sie gehören zur N7. Also sind Sie mein Vorbild. Und wissen Sie, ich nehme von Ihnen jeden Rat an. Wirklich? Sicher, wenn er gut ist. Man würde Sie nicht fragen, wenn man Sie nicht für fähig hielte. Hoffen wir es. Jetzt beginnt die richtige Arbeit. 10 Liegestütze. Na gut, 10 sind so wenig. 50, 100, 200. Dann richtig. Offensichtlich. Hey, ich werde Sie nicht enttäuschen. Sie müssen nur einer Person was beweisen, nämlich der, die Sie morgens im Spiegel sehen. Da haben Sie recht. Das wird ein paar Tage wehtun. Sind Sie überhaupt dienstfähig? Ich reiß mich nicht darum, meine Panzerung anzulegen. Aber dienstfähig bin ich immer. Das hört man gern. Ah, Vorsicht! Ich weiß gar nicht, was denn Tattoo sich stechen lässt. Ich will es sehen. Sieht man nicht. Hey, Said. Was zum Teufel glotzen Sie so? Nichts, gar nichts. Hab mich schon gefragt, ob Sie kommen, Shepard. Dachte, Sie wären mit der Rekrutierung von Armeen für Ihren verdammten Krieg beschäftigt. Ja, das ist auch ziemlich... Ich könnte immer Hilfe brauchen. Das glaube ich. Ich habe Aufnahmen von der Erde gesehen. Ich sag Ihnen was. Ich frag rum, ob noch welche von meinen alten Kontakten da sind. Versprechen kann ich nichts, aber wenn ein paar davon noch atmen, werde ich helfen. Sehr gut, komm wieder ans Schiff, Said. Sie konnten nicht wissen, dass Korlak bei Cerberus aufgehört hat. Das ist keine Entschuldigung. Wenn ich Korlak töte, mache ich das mit Cerberus wieder gut. Nein, so wie ich das sehe, schulden mir diese Mistkerle was. Sie konnten nicht wissen, dass Korlak bei Cerberus aufgehört hat. Das ist keine Entschuldigung. Wenn ich Ja, okay, das hast du uns schon mal gesagt, Said, das hast du uns schon mal gesagt. Gut, dann gucken wir jetzt nochmal schnell in die Normandie-Andockbucht, ob da noch jemand auf uns wartet. Ansonsten werden wir wohl Andersons Privatgemächer da mal besuchen, gucken, was da uns auflauert. Weiter, Normandie-Andockbucht. Oder wir gucken einfach mal schnell, ob wir irgendwie eine neue Mission gekriegt haben, die man sich angucken soll. Oh, Garrus. Schön, dass Sie da sind, Shepard. Was haben Sie geplant? Etwas ohne einen Kampf gegen Reaper. Die Bar haben Sie noch nicht erobert. Hab ich schon erkundet.
Aber wenn das schon mein letzter Tag ist, würde ich mich danach auch gern daran erinnern. Und? Ich hatte eine Idee. Tontauben schießen. Ach ja, jetzt fangen wir genau das DLC an, oder wie? Wohin gehen wir? An einen verbotenen Ort. Manches ändert sich nie, oder? Gibt es etwas, das Sie vor Ihrem Tod unbedingt noch tun wollen, Shepard? Bin zu sehr mit Leben beschäftigt. Und Sie? Während meiner ganzen Zeit bei C-Sicherheit hatte ich immer einen Wunsch. Einmal rauf ins Präsidium gehen. Ich hab's aber nie gemacht. 137 Regeln haben es mir verboten. Haben Sie sie geändert? Nein. Heute sind sie mir einfach egal. Okay, rennen wir jetzt einfach hier oben und gucken. Es ist an der Zeit, mal was richtig Dummes zu tun. Vielleicht ist es unsere letzte Chance. Etwas belebter, als ich dachte. Wollen wir in den Pool springen? Könnte schmerzhaft werden. Schwimmende Turianer sind wirklich kein schöner Anblick. Strampeln und Spritzen, unterbrochen von spontanem Ertrinken. Stimmt, ich müsste Ihnen nur wieder den Arsch retten. Zum Ausgleich für die vielen Male, wo ich Ihren gerettet habe. Noveria, Pharos, Ilos. Es war schon ein Wahnsinnstrip, oder Shepard? Oh ja. In Zeiten wie diesen erkennt man seine wahren Freunde. Es sind nicht die, die ständig nach einem Fluchtweg suchen. Es sind die, die in den schlimmsten Momenten an deiner Seite sind und dich niemals aufgeben. Ich bin wirklich froh, dass ich so jemanden kenne. Ja, ich auch. Sie bitten jetzt aber nicht um eine Hand, oder? Bevor wir zurückgehen, müssen wir noch eine Sache ein für alle Mal klären. Ich sag nicht, dass Sie nicht mit einer Waffe umgehen können. Aber manche können damit tanzen. Finden wir raus, wer wirklich der bessere Schütze ist. Die meisten, die mich in der Galaxie in Action gesehen haben, wirkten durchaus beeindruckt, Garrus. Aber ich habe sie tanzen sehen, Shepard. Kein Kommentar. Vakarian, Sie werden verlieren. Und keine Sorge. Ich habe Übungskugeln geladen, falls Sie daneben schießen. Das war einfach. Und sollte nur Ihr Selbstvertrauen stärken. Große Distanz? Darin bin ich Experte. Das schafft kein Lebewesen, nicht mal Shepard. Geben Sie mir was Schweres. Und jetzt nicht werfen, einfach so tun. Ich sagte was Schweres. Zur Seite. Und los. Ich bin Garrus Vakarian und das ist jetzt mein Lieblingsort auf der Citadel. Ziemlich windig hier. Ich werde ein Denkmal aufstellen und die Waffe vergolden, damit die Galaxie weiß, dass Sie der König der Flaschenschützen sind. Gut, dass Sie da sind. Man weiß nie, wann die Flaschen explodieren. Ja, wir wollten ihr auch mal einen kleinen Triumph geben, ne? Ach, Garrus. Wenn man jemanden mit so einer so Kleinigkeit zufriedenstellen kann, dann ist doch das wert, mal kurz seine eigene Würde runterzuschlucken, oder? Das klingt jetzt falsch, aber eine Übertragung der Botschaft auch mal andere gewinnen lassen. Okay, die können wir nicht reden. Der hat uns hier vorne weggelockt. Da ist noch eine Konsole. Okay, einen weiteren Code haben wir. Anscheinend haben sie die Notfallanforderungen für Nahrungsmittel im Flüchtlingszentrum manipuliert. Um mehr Lebensmittel für sich selbst zu erhalten? Sieht so aus. Okay, der Code ist jetzt auch offline. Es dürfte nur noch einer übrig sein, Commander. Okay, ein Code noch. Das heißt, wir dürfen nochmal ein anderes Gebiet absuchen und gucken, ob da irgendwo ein Code war. Gut, dann schauen wir halt mal in dem Wartebereich nach.
wenn die schon irgendwas von wegen Lebensmittel gesagt hat, dann wird es ja höchstwahrscheinlich hier irgendwo sein. Ich habe es gerade zumindest piepen gehört. Ach, das sind diese... Ja. Diese Barrieren. Wenn man einmal durchgeht, zweimal piep. So. Gleicher Dialog, glaube ich, wie wir schon mal hatten. Gut, dann werden wir jetzt mal kurz diese Konsole suchen. Dann können wir... Ha, ich wusste doch, dass hier die Konsole sein wird irgendwo. Ich habe noch einen Punkt gefunden, an dem die Zugangscodes benutzt wurden. Sie setzen ihn jetzt gerade ein. Ich kann sie aufspüren. Wo sind sie? Direkt im Flüchtlingslager. Ich bin unterwegs. Ja, wo? Wir laufen einfach mal drauf los. Huch. Das hier ist unser Schuldiger. Danke für Ihre Hilfe. Dies aber... Shepard, natürlich. Ich habe sie mir größer vorgestellt. Wie sollte ich nach Ihrer Aktion im Barack-System auch sonst erwarten? Kenne ich Sie. Ach, jetzt ist sie mal größer. Aber Commander Balak, unseren besten Agenten. Als Sie ihn über Terra Nova getötet haben, stürzten Sie damit unsere Operationen ins Chaos. Die Reaper haben uns ausgelöscht und die meisten von uns in Bestien verwandelt. Unsere wenigen verbliebenen Kriegsschiffe sind Piraten. Ich stehle Abfälle für Flüchtlinge. Warum vergeuden Sie Zeit? Sie könnten mit uns die Reaper bekämpfen. Sollen wir uns etwa der Allianz anschließen? Sie haben Karshan verloren, wir die Erde. Wir können allein sterben oder gemeinsam kämpfen. Knowles, sind die Codes deaktiviert? Ja, Commander. Gut, es gibt keine Anklage, Spectre-Befehl. Sie können jetzt gehen. Jetzt ist auf einmal in der Luft. Was zum... Rede mit meinem Volk. Sie glauben, die Batarianer kooperieren? Werden wir sehen. Wir haben ja keine andere Wahl. Wir versuchen, so viele Aktivposten wie möglich zu kriegen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich auf der Normandie wieder. Das war's dann mit eurem Punkt. Danke fürs Wiedereinschalten. Tschüssi.